Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Da leuchtet sie, die Kerze, so ein kleines, behütetes Licht, so still und zart und voller Strahlkraft. Herr, wir denken in diesen Tagen an eine andere Kerze, an die im Fenster einer Familie im Herbst 89. An die im Altarraum einer der vielen hundert rappelvollen Stadt- und Dorfkirchen. Und wir denken an die Kerze in der Hand einer jungen Mutter, die mit ihrer Tochter inmitten eines Stroms von Demonstranten läuft. Und an die vielen Kerzen vor Wind mit der freien Hand geschützt. Wie sie mit ihrer Strahlkraft durch die Straßen getragen wurden, mit Angst und Mut, mit dem Wunsch nach Freiheit. Wenn ich daran denke, habe ich 35 Jahre später noch Gänsehaut. Herr, ich denke an die Kraft des Gebetes und der Kerzen, dass es möglich war, Mauern niederzureißen. Bei uns hier in Deutschland war es möglich. Danke, Herr, Befreier Gott. Sei in unserer Welt auch weiterhin die Kraft, die Mauern sprengt und Zukunft eröffnet. Amen. Dona, Dona.